So, jetzt ist es ungefähr. Ja, wir haben bis noch eine Stunde Zeit, hoffentlich schaffen wir das nochmal. Kann wirklich sein, dass es noch knapp wird. Das sieht jetzt so aus nach eine Stunde und 20 Minuten. Überlegung. Es ist so, wie es war. Ne? Also, wir lassen das einmal mal drauf, jeder soll hören, wie das alles entstanden ist. Wir waren abgemeldet. Man will uns hier weiter töten. Man will uns jederzeit immer wieder abmelden. Kurzfristig, um mir das Wissen mitbekommen. Dann kriegen wir sogar auch sogar bei der Leistung bezahlen. Man sagt jetzt, man war da und man hat keinen angetroffen. Man hat gesehen, dass wir zumindest Licht anhatten oder lange die Fenster oder die Fenster lang waren. Ne? Man kann davon ja nichts wissen und wenn man die Fenster weit auf hat, dann ist einer da, dann muss es ja nicht unbedingt hören. Ne? So, aber wahrscheinlich war auch Licht an. Wir nehmen an, das war der Tag, wo die das schon vergiftet haben. Das hat man den nachts vorbereitet. Da haben wir natürlich nichts mehr gehört, aber möchte auch nochmal sagen, es ist mir egal, wer da klopft, auf jeden Fall werden wir nicht aufmachen. Die Tür ist unsere einzige Sicherheit, das will man noch nicht. Dann überrumpelt man uns das nach. So, das bedeutet, man hat hier nie aufgehört und Stadt und Hessen und so sehen auch zu, dass jeder an uns rankommt. Wir haben keinerlei Schutz. Man weiß ganz genau Bescheid, dass wir die Wahrheit sagen. Sonst hätte man jetzt nicht diesen Rückzieher gemacht. Geplant ist das schon über 6 Monate. Und wir wurden einfach immer dicker und man wurde es. Man hat extra, hat man uns da irgendwas eingeleitet. Ne? Nichts anderes. Das sollte nicht auffallen, wenn wir noch bis Weihnachten hungern. Dann wäre es wohl erledigt gewesen. Also. Man rechnet mit, dass wieder kälter wird. Gleichzeitig wollte man nicht, dass wir eine andere Wohnung haben. Nur eine Wohnung in das Vormundschaft. Ist egal, nur wegen des Zimmers. Das wird total. Aber wir lassen uns da nicht bevormachen. Wir suchen uns die Wohnung aus, keiner kann uns schon in die Wohnung ist. Sage nochmal, es ist anmaßend, dass einer meint, er kann in das Vormundschaft. Genauso wie wir uns nicht anmaßen würden, für einen anderen zu entscheiden. Nur weil der andere ein bisschen klüger ist oder so. Und das würden wir uns nie anmaßen. So, ja, dann hat man uns schön zunehmen lassen. Und dann gab es die weiteren Spielchen. Dann waren wir immer mal wieder unter Hypnose. Aber irgendwas hat nicht so richtig geklappt. Auf jeden Fall waren wir noch mal schön harmlose Computer da. Trotzdem, das eine war ein Hack aus dem Internet. Der funktionierte. Das funktioniert, dann sieht man nicht am Tag. Wir waren nicht so gut. In der Wohnung kam keiner rein. Ist das ja nicht. Dank der Waschmaschine und dank meiner neuen selbstverständlich von der Veränderung. So, also alles hat in Ruhe weitergemacht. Und auch dafür, dass man jetzt in unsere Wohnung gucken will. Und es ist jetzt hier hin und her genötigt, hat zum Jobcenter Westen hat diesen Dorf vergiftet. Die man kannte, die man ausgewertet hat, werden wir dafür Entschädigung verlassen. Oder? Von diesem Rathaus der Stadt. Von keinem anderen Kampf. Ich möchte auch nochmal an den Länder sagen, man schützt uns hier weiter nicht und wir können sagen, bis zum heutigen Tag hat man nicht aufgegeben, uns einfach zu beseitigen oder verschwinden. Man schützt uns. Wir bitten nochmal um Aufnahme in andere Länder. Gleichzeitig hat man es auch wieder geschafft, diesen Monat uns total von ganz anderen wichtigen Sachen abzuhalten. Vorher störte man uns ja, dass wir gar nicht raufkamen im Internet. Und jetzt hat man uns erstmal total aus dem Konzept gebracht. Das wollte man. Jetzt müssen wir erstmal überlegen, was da war und das wissen wir nicht mehr. Wir müssen dringend eine Anzeige nach Miesbach. Ne, hier den Dr. Kampfiel, den Hasselbeck und all sowas. Ne? Die rechten Anzeigen sind noch gar nicht gekommen und das hat man schön verzögert, weil man hat einfach uns nicht reingelassen, die Polizei der Regierung würde keine Anzeige machen. Auch das war total mit Absicht. Hier in der Mappe. Und
auf diesen Angriff von unserem Bambalo, mit diesem schweren Körpertreffer. Auch diese Anzeige hat man nicht aufgenommen. Auch da hatte man keine Zeit. Wir sollten nachmittags wiederkommen. Der Angriff von Uwe Mamelow erfolgte, nachdem schon bekannt war, dass irgendwas über das Vormundschaft wurde. Und in der Zeit, wollte Uwe Mamelow persönlich nachhelfen. Ja, ich konnte noch ein bisschen ausweichen, ne? Deshalb war es nur mein Mund und Zahn erwischt. Aber ich hatte ungefähr 8 oder 12 Wochen lang mit totale Probleme. Das war ich gar nicht länger. Ja, erstmal so. Und dann noch ein paar Monate noch mit dem Zahn ganz, ganz so. Und jetzt natürlich auch. Das ist noch scheint fester zu werden, was ich jetzt mal so einschätzen kann, mit meinem groben Kopf, sagen wir mal. Ja, das ist unser erster Fazit. Und jetzt werden wir nochmal so richtig super schön gedemütigt. Man wertet immer aus, gleichzeitig demütigt man ist. Also nichts anderes. So, wir sind ja gespannt, was da weiterläuft mit dieser Gerichtsverfahren. Also auf jeden Fall lasse ich mir das hier nicht mehr gefallen. Diese Gerichte haben immer gegen uns gearbeitet. Wir haben überall immer Narkotika gekriegt oder sie haben uns ausgeschlossen oder so. So, und das ist doch schon ganz, ganz gut. Weil, das möchte ich auch mal der Welt sagen, auch wenn man einen am Kopf haben soll, hat man recht auf diese Gerichte. Diese wussten alle genau Bescheid und haben es nicht mehr. Und warten nur ab, dass wir das haben. Das ist kein Problem. Auch wenn wir jetzt wegkommen, wird das in aller Ruhe machen. Selbstverständlich werde ich mir das von Fall aufwenden. Absichtlich, wohlweislich, hat man uns von allen Rechten ferngehalten. Wie es auch vorhin mit dem Befragten war. Mit Fehlurteilen, mit ewig Dummtun, ne? Auch jetzt fing man wieder an den Brief lassen. Es ist unglaublich, ne, Leute? Es ist unglaublich. Selbstverständlich bemühen wir uns weiter um die Kassen. Aber jetzt kriegen wir, ne? Weil das ist das Wichtigste. Man ist dadurch sogar geschäftsunfähig. Das war's dann eigentlich. Eigentlich kann man dann aufgeben. Aber wir denken nicht daran, ne, Leute? Ja, das war's nicht, oder? Du darfst dir noch was zu sagen. Danke für die Aufmerksamkeit.